Komm, komm, komm. Na, ey, ich stehe doch im gekennzeichneten Gebiet. Oder? Ja, ne? Das ist doch eindeutig das gekennzeichnete Gebiet. Und komm, fahren wir direkt über den Pfeil. Noch ein Stückel, noch ein Stückel. Was? So. Und die Gülle bitte raus. Blah, blah, blah. Ist doch immer ekelhaft, oder? Also Handbremse los. Und wie gesagt, jetzt verarschen wir mal ein bisschen die KI. Mal gucken, was passiert. Finden uns ja wieder auf der Hauptstraße, auf der großen. Gut, FPS-Zahlen sind immer noch im untersten Bereich. Ich meine, das muss ja alles für euch getestet werden, keine Frage. Okay, die Warmlink-Anlage hat nur einen designerischen Kontext. Er hat keine praktische Auswirkung. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Ne? Gut, dass wir darüber gesprochen haben, dass das wirklich nur designtechnische Hintergründe hat. Hm. Finde ich schade. Finde ich wirklich, 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 wirklich schade. Dass die Warmlink-Anlage, probieren wir gleich noch mal was anderes aus. Ne? Das probieren wir gleich auf jeden Fall mal woanders aus nochmal. Da ist es. Ich muss mich erst mal wieder orientieren, weil einfach aufgrund der relativ wenigen Zeit, die ich hatte, habe ich auch lange nicht aufgenommen, also das dauert dann einfach ein bisschen länger, bis ich mich dann wieder reingefuchst habe. Aber ich habe jetzt demnächst habe ich ein wenig mehr Pause und ein wenig mehr Urlaub und da kann man dann auch schon mal ein wenig mehr machen. Kann man auch ein wenig mehr aufnehmen. Jetzt will ich den absoluten Härtetest machen. So. Ich lasse den jetzt einfach mal spaßeshalber da stehen. Papierrecycling. Kriegt der schon wieder? So. Dann kommt jetzt das Saugefahrzeug dann auch mit zum Einsatz. Verstopfte Rohre reinigen. Natürlich. Der Saugwagen das. Den Auftrag übernehmen wir. Aber wir haben ja das Fahrzeug halt gerade. Oh, Plastikrecycling. Und Müll abholen. So, dann tanken wir mal wahrscheinlich. Ja, wir müssen ein paar auftanken. Das kostet nicht gerade wenig Kohle. So. Dann drehen wir hier mal. Habe ich jetzt im Hintergrund gerade die Polizei gehört? Die Polizeisirene? Ja, ne? Ja, okay, so wird das nix. Na, ey, komm. Und runter.
Und F für Senkgruben leeren. Dann werden die jetzt mal abgesaugt. Dann werden die jetzt mal abgesaugt. Die aktuellen Patch Notes verlinke ich euch natürlich wie immer in der Beschreibung. Und runter mit dem Rohr. Und wir saugen. Ja, was gibt es sonst Neues von uns? Also das Spiel Tron 2.0 ist mangels Interesse eingestellt worden. Das Spiel Layers of Fear ist jetzt mittlerweile abgeschlossen in der Folge, die heute erscheint. Ist Layers of Fear offiziell abgeschlossen? Und ja, was gibt sonst Neues? Es werden natürlich weitere Let's Plays aufgenommen, keine Frage. Es dauert einfach wirklich seine Zeit. Und natürlich geht es auch mit Batman Arkham Knight weiter, mit Ark geht es natürlich weiter, weil ich will ja wissen, wie es aussieht, da fahren wir rückwärts ran. Da werden wir rückwärts ranfahren. Nein. Das passt doch. Ach, ich park doch wie ein junger Gott. Na, komm. Ja, und wie ihr wahrscheinlich schon an den Thumbnails für Layers of Fear jetzt gemerkt habt, habe ich einen Designer mittlerweile, der mir für sämtliche Spiele in irgendeiner Weise die Thumbnails für gemacht hat. Vielen Dank dazu an Parkour Time. Ein Link zum Kanal ist in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, lasst euch einfach weiter gut von uns unterhalten. Ne? So, und jetzt verarschen wir ein bisschen die KI. Ich will jetzt wissen, ob das wirklich Deko ist nur. Oder ob das auch andere Auswirkungen hat. Das würde mich ja schon mal interessieren. Gut, die Pfosten sind jetzt nicht wirklich davon begeistert von der Warmlichtanlage. Die sind auch nicht wirklich beeindruckt davon. Aber ich habe es auch nicht anders erwartet. Dann nehmen wir aber die romantische Strecke. Meine Herren. So. Warten wir mal jetzt darauf, dass es grün wird. Und das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was passiert. Wenn ich jetzt die Rundumleuchten anhabe und die Warmlichtanlage an ist, reagiert die KI dann oft mal auf mich oder reagiert sie nicht auf mich? Das wäre mal ziemlich interessant rauszufinden. Kommt Leute, ihr wolltet doch auch sehen, oder? Ey, ich bin hier alleine auf einer arschgroßen Straße? Was ist denn das da? Kann ich ja Amok fahren? Geil! Geil! Geil!
Ich kann hier Amok fahren, ich kann hier Amok fahren, la 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 la. Und Kirchengeläute, ach wie schön. Ja, rote Ampeln. Ich will jetzt wissen, wie die KI darauf reagiert. Meine Fresse. Dann fliegen wir mal ins Business Center. Tanken müssen wir noch nicht. Wir haben ja gerade erst voll getankt. Gut, das nehme ich jetzt wirklich in Kauf. Also die roten Ampeln, die nehme ich jetzt wirklich alle in Kauf. Ich will jetzt wissen, wie die KI reagiert. Verflucht noch mal. Also die KI reagiert schon mal. Ja, die reagiert dann auch auf sowas. Oh, da ist ein Kreisverkehr. Ich meine, das muss ja alles getestet werden, ne? Klar, sowas muss da, was muss getestet werden, natürlich. Also, ohne ausführliche Tests kann man noch keine Meinung zu diesem Spiel haben, oder? Oder wie seht ihr das, hm? Seht ihr doch genauso, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, hm? Dann nimmt mir einer schon mal die Vorfahrt, das ist ja schon mal etwas Gutes. Stadt zählt auf dich. Es interessiert mich gerade mal so herzlich wenig. Platzieren wir ihn mal relativ nah in der Mitte. Der erste zieht einfach an mir vorbei. Was war das? Machen wir mal testweise mal die Warnblinkanlage aus. KI-Verkehr interessiert sich da nicht wirklich für. Machen wir mal die Signalleuchten aus. Aber die Warnblinkanlage an. An. KI-Verkehr interessiert sich da auch nicht für. Nein. Es hat echt keine Auswirkungen. Verflucht noch mal. Es hat wirklich nur einen designtechnischen Hintergrund. Ach, schade. Das ist wirklich, sowas ist wirklich schade. Ja? Weil ich meine, ich hätte euch gerne gezeigt, wie die KI nicht, wie die KI darauf reagiert. Na komm. Aber tut mir leid. Die KI reagiert da nicht wirklich drauf. Ach, Mann. Manu. Aber ich bin schon mal echt froh, dass es jetzt auch Warnblinkanlagen gibt. Gut, auch wenn sie jetzt nicht wirklich was bringen.
Aber die Blinker haben ja ehrlich gesagt, wenn man sich das jetzt hier ansieht. Boah, ich bleib jetzt hier mal stehen.